Ob dieser Speyside Whisky auch was für dich ist, das erfährst du hier in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Schön, dass du die Zeit nimmst, mit mir einen Whisky zu trinken. Heute habe ich einen Turmentaul, also einen Speyside Whisky. Und zwar ist das der Old Ballantrán mit astrein 15 Jahren auf dem Buckel. Allerdings mit Farbstoff. 50% Volumenalkohol hat er. Wow. Und wir jetzt mal schauen, ob der was ist. Ja, leider mit Farbstoff. Ich verstehe es immer noch nicht. Hat mir auch immer noch keiner erklärt, warum Farbstoff so wichtig ist in einem Whisky. Naja, vielleicht weißt du es und kannst es mir in den Kommentaren bitte erklären. Okay, was sofort aufstößt, ist Rauch. Sehr ungewöhnlich für die Speyside, die ja doch eher milde und ja, seichte Whiskys hervorbringen. Ich habe eine leichten Anflug von Sherry, aber ich weiß nicht, in was für Fässern oder in welchem Fass das gereift ist. Von daher kann ich dazu keine Aussage tätigen, aber ich habe eine leichte Sherry-Note. Ja, vom Fensterbild ist es ja schon ziemlich ölig. Ziemlich ölig. Habe ich lange so nicht mehr gehabt. Ich lasse ihn ein bisschen atmen und dann sehen wir uns just in ein paar Sekunden wieder. Eine Ewigkeit später. Oh, da bist du ja schon wieder. Also ich habe schon mal ein bisschen gerochen. Nochmal. Und ich habe neben dem Torfrauch noch eine schöne fruchtige Süße von Pfirsich. Der Sherry-Einfluss, der hier anscheinend da ist, der ist auf jeden Fall erriechbar. Und ich habe so einen Hauch Weihnachtsmarkt drin. Ich kann euch jetzt auch erklären, wo ich diesen Geruch auf dem Weihnachtsmarkt finde. Also geografisch sogar. Gar nicht weit vom Schengel weg. Das ist nämlich immer da, wo der mit den gerösteten Kastanien steht. Der Mann. Sehr gut. Zeit ist ja bald wieder, ne? Fangen ja bald wieder an, die Weihnachtsmärkte. Lebkuchen steht ja schließlich schon im Regal. Gut, aber weiter hier mit dem Whisky. Sherry, die Süße von Pfirsich. Ja. Ein schöner Rauch, der mir in die Nase. Ich bin ein bisschen perplex, dass wir tatsächlich gerade über einen Speyside Whisky reden. Ich habe noch ein bisschen Gras, also Gräser, nicht Brokkoli, also kräuterig. Was in der Nase. Und ein Hauch Vanille. Hm,
Sehr schön. Gefällt mir schon gut. Was mir nicht gut gefällt, ist die Farbe, klar. Aber das ja, können wir nicht ändern. So. Dann probiere ich. Cheers. Also, der muss sich auf keinen Fall hinter irgendeinem Whisky von Eiler verstecken. Oh, das ist. Also, richtig, richtig schön Rauch. Karamell. Die. Das Holz, die Eichennoten kommen schön durch. Es prickelt ein bisschen auf der Zunge. Das könnte der Alkohol sein mit 50%. Aber ich habe auch noch so eine leichte Pfeffrigkeit drauf. Eine rote Früchte. Also nicht nur Pfirsich, sondern auch so beeriges Gedönse. Eine leichte Kaffeenote kommt im Abgang. Im Abgang bleibt er auch übrigens pfeffrig auf der Zunge. Mit einer schönen leichten Schärfe. Und er ist echt lang anhaltend. Und ganz am Ende wird er so ein bisschen ledrig, alt, muffig nicht. Aber er hat immer noch weiter eine schöne, schöne Süße. Jetzt langsam klingt auch das Pfeffrig-Scharfe ab. Würde ich das in Richtung Ingwer stecken? Nee. Nee. Also Ingwernote, diese Schärfe kommt nicht über Ingwer quasi. Schöne, pfeffrige, leicht chillige Note vielleicht noch. Alles in allem ein sehr schöner Whisky hier. Preislich liegt der, soweit ich weiß, ungefähr bei 100 Euro die Flasche. So knapp drunter, knapp drüber. Muss mal gucken, wo du das so bekommst. Aber für einen Speyside Whisky hat er eine sehr, sehr schöne Rauchigkeit. Ich habe natürlich im Vorfeld schon gelesen, dass der rauchig sein soll oder Rauch innehaben kann. Aber dass das so durchschlägt, das ist echt krass. Womit würde ich den vergleichen, wenn ich auf Eiler gehe? Also von der Komplexität jetzt mal abgesehen, nicht, das kommt ja auf keinen Fall ran, aber ich würde, glaube ich, so Richtung Lagavulin tendieren. Der 16er, der hat ja so zwischen 50 und 60 ppm. Und ich meine, dieser hier hat das auch so um den Dreh. Also zumindest kommt es geschmacklich schon so rüber. Wie gesagt, die Komplexität des Lagavulin 16, da kommt er weit nicht dran, aber das ist schon für einen Torwegen Whisky außerhalb Eiler ein schönes Tröpfchen. Schreib mal gerne in die Kommentare, ob du Tamitaul kennst, was du davon empfehlen kannst, ob du diesen hier kennst, diesen 15-Jährigen, oder was du empfehlen kannst. Und wenn dir das kleine, aber feine Video gefallen hat, dann lass ein Like da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du keins mehr der Videos, die hier alle 14 Tage so samstags erscheinen. In dem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Zeit, schöne Woche, schöne 14 Tage.
was auch immer. In diesem Sinne, cheers und tschüss.